Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Moin. Wir schreiben den 15. Juni und damit das Match Spanien gegen Kroatien. Erster Spieltag bei der EM für die Spanier und die Kroaten. Philipp hat die Espanja. Hallo liebe Fußballfans. So, dann gucken wir nochmal, was hier jetzt abgeht. Erstes Spiel der Deutschen war noch ein bisschen von Unsicherheit geprägt. Sie haben es am Ende dann doch okay gelöst. Ich hoffe jetzt, dass die Spanier ein bisschen mehr Feuer reinbringen, ne? Ja, Spanien gegen Kroatien. Ist auch wenig Bock drauf auf Spanien, ne? Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Ja, ne? Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant sein. Ah! Noch nicht den, wieder nicht den. Da kann er klären, er kann es machen. Oh, Rolle hier. Peran oder was? Direkt, nee, Merino. Rolle? Direkt, ja genau. Direkt mal an der Querbalken hier. Oh ja. Keine Zufallsprodukt, aber Leute, ne? Mit dieser CM, und alles. Simon steht im Tor, Gavi steht mit Rodri im Zentrum und der einzige nominelle Angreifer ist Alvaro Morata. Kroatien in der Vorwärtsbewegung. Modric, der alte Mann. Ja, sie können erstmal klären. Luka Modric. Kroatien spielt heute mit dieser Aufstellung. Hat zu viel Zeit und keine Idee. Luka Modric steht gemeinsam mit Marcelo Brozovic in der Mitte. Und der einzige Panzer ist gedreht. Zunächst André Kramaric. Jetzt ist er auf und davon. Ferran, da ist er jetzt. Wie hast du denn den Pass gespielt, Alter? Nice, ne? Frühes Tor, das wird interessant hier. Nice, ne? Ich fühle mich hier Sie einfach ein bisschen auch eingeengt. Aber ihr könnt das nicht sehen. Hat mir Patricks Kabel auf dem Schoß. Mit Kabel meine ich Kabel. Ich weiß, ihr wohl ja denkt hier. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Oh, nee, Kopf. Scheiße. Mann, ich muss mich hier richtig. Dabei spielen wir doch schon keine Shooter hier, ne? Und ein Headshot. Morata! Morata! Das ist die Chance! Abseits! Was für eine Technik! Abseits! Diese Volley macht er da das Tor! Das Alter. Ist natürlich eine überragende Szene! Ja! Das ist ja ganz übel hier! Ein bisschen voll spanisches sieht Feuer! Ziemlich gut aus aktuell! Olle! Ja. Ach! Ach ja! Danke! Paul. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe! Jetzt wollen wir aber nicht übertreiben, ne? Also das ganz ehrlich, da Leute, das ruft nach Bestrafung. Erst so ein kleines Polster und dann Toni und dann, ne? Oh, da wäre ein bisschen versaubern. Die Zuschauer. Hereingabe jetzt. Oh. Da passt er auf und kann klären. Oh Gott, das ist auch gar keiner. Luka Modric mit dem Angriff. Perisic, er versucht, gehalten, macht er gut. Hä? Oh Gott, ich dachte, er hat ihn reingenommen. Ey. Das wäre ganz nice gewesen. So, komm. Er geht in den Strafraum. Das ist der Befreiungsschlag, aus der er gewinnt, also nichts. Die Chance für den Konter. Aber halt ein Stürmer, oder was? Torres, euer Saber. Hereingabe. Ball kommt an. Oh, da hat er jetzt ein Tor. Drei Tore Führung nun also. Ja. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Cavachal und hier, ne? Grimaldo als Ausstrahlung. Und nun Cavachal. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Ja, müssen wir jetzt halt ein bisschen treten als Kroaten. Das können die doch auch gut. Leute, wird spannend. Werden mit dieser Leistung Europameister. Was? Oder wen tippt ihr denn da so da draußen? Und dieses Jahr das erste Mal seit langer, langer Zeit mal wieder in einer Ball bleibt hängen. Was? Ja. Ohne mich? Ja, es ist von meiner Arbeit und wir haben ja nicht den gleichen Arbeitgeber. Nee. Noch nicht. Perisic! Boah! Eingestrahlt das Ding, jetzt aber mal ab hier. Okay, der war ganz lecker. Ich will mal fairerweise zugehen. Mhm.
Oh ja, da kommt der Einschlag zu spät, würde ich sagen. Ja. Ja. Noch ist die Messe nicht gelesen, Leute. Der neue Spielstand lautet jetzt mit seinen also durchgesteckten Scheißpässen. Oh, gut, ja, jetzt. Der Modric jetzt aber immer sein Tempo gefunden hat. Torres. Schon gelb. Ah, mieser Lump. Gott. Nee, nee, Ballverlust. Das war clever. Perisic. Mann, das war dumm. Das soll ich dich häufiger loben, ja? Der trifft den Ball nicht, Alter. Ja. Ganz ehrlich, er trifft den Ball nicht, ey. Der macht wieder das Tor. Ist doch scheiße. Das ist schon stark. Schon stark, ne? Boah, Alter, Kavachal geht mir auch so auf die Nüsse. So ein kleiner Assi. Sie bringen den Ball in die Mitte. Aus dieser Hereingabe. Ja, kann man mal so machen. Machen wir so regeln. Eieiei, wo läuft er? Vor einigen Jahren den Ball oder nicht? In den Weltfußball geprägt Mitspielern wie Xabi Alonso, Fernando Torres, Andres Iniesta und. Die haben sämtliche Gegner schwindelig gespielt und verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Auf Vorteil für Spanien entschieden. Scheiß Lupp-Kack-Dingern hier. Schöner Versuch. Jetzt wäre er aber nicht komisch hier, ne? Das war knapp. Da das Tor fällt, mach den weg. Gucken, wohin den will doch keiner sehen, diesen Ferran. Also, macht dir bislang einen Ferran. Richtig guten Eindruck. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Ja. Er hat auch richtig Bock auf Ballern. Michael? Michael Ballern? So, wo mal her. So fangen sie den Angriff früh ab, sehr gut. Ist das schon wieder? Aha. War doch ein Foul, Mann. Das ist sehr gut. Da ist Platz auf dem Flügel. Ja. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Da ist nicht so der Flanken dort. Eine Minute gibt's oben drauf. Seht ihr noch was vor der Halbzeit? Erst mal sicher. Olle. Erste Halbzeit. Wir hören den Pausen. Das ist aber nicht so gut für Kroatien, würde ich sagen. Das ist aber spanische Musik. Gleich geht es hier wieder weiter. In der ersten Spielhälfte hat Ferran Torres aus Ja, Ferran Torres, möchtest du den Namen nochmal hören? Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angegriffen. Da kommt gleich nochmal Spieler im Fokus hier. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ich bin ja nicht mal ein Spieler. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Hier auf diese Scheiße. Nice Grätsche. Und der kann wieder nicht. Da weg ist der Ball. Na! Guter Versuch. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Der fängt diesen Ball ab. Holt sich halt. Platz auf Außen für Spanien. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird. Dann wird's eng. Ganz sicher. Digga, wie er mich aufregt hier, Alter. Alter. Jetzt kommt der Wechsel. Ecke kommt in die Mitte. Ich ja da draußen vielleicht gar nicht so mit, Leute, aber Spanien ist eigentlich Patricks absolute Lieblingsmannschaft bei FC 24. Ja. Mhm. Deswegen ist er leider ein bisschen traurig, dass ich die heute hier spielen darf. Mhm. Und so ja, wir haben es tatsächlich nicht ausgelost. Wir haben gesagt, wir haben gar keine Zeit mehr, um uns hier ein Lossystem auszudenken. Nein. Die Mannschaft, die vorne steht. Der Ball kommt rein. Vorne steht, nicht nur vorne er liegt. Ne? die darf ich halt spielen. Das wäre die Chance für den Konter. Das könnte was werden. Ballgewinn war fast abzusehen, also die nominelle hintere Auswärtsmannschaft, was auch immer. Ganz früh stören. Legt sich bleibt dein Händen, dann müssen wir nicht immer mit dem Controller hin und her switchen.
kann klären. Als sich jemand fragt, wie wir dazu kommen, wer welche Mannschaft spielt. Ganz einfach erklärt. Gebt jetzt Einwurf. Der Erklärbär. Kovacic. Blažić. Kommt Modric, das kommt noch ungeheuer. Er hat aber schon 2,50 groß sein müssen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Als wenn Spanien so Kopfball abseits. Alvaro Morata mit so Kopfballstark ja, ist, ey. Ist ach komm, ein Carvajal schon mal Pause machen. Weil sie zu hastig waren, da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt ein bisschen Tempo einwechseln, ne? Ja. Und der Balde. Ne? Was? Sie bringen den hohen Ball. Oh, ganz alleine. Nicht drin. Ah, das wäre ein Traumtor gewesen, aber das Alu hat. Da wollte er mich kurz verstummen besser lassen. Leute. Wenn mal die Fresse stoppt mir mit deinem scheiß Gelaber hier heute. Wer vorne steht, der hat die Mannschaft. Mario Pasalic. Mann! Ah, klasse geklärt. Klasse. Er spielt ja so ein Gümmel. Hackespitze oder was? Er ist weiter. 5 Meter, Digga. Er tut sich schwer. Richtig, weiter. Konter. Jetzt kann der Konter kommen. Ferran. Besser. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Erst das war sicher, sicher, Digga, ne? Ja, kommt ein bisschen der Kackschuss raus, ne? Ich bin... Ah, könnte nochmal... Josko, also tatsächlich, jetzt mal ohne Spaß. Es könnte tatsächlich nochmal eng werden. Weil wir manchmal echt böse Spieler haben. Da kommt der Ball. Also es lohnt sich immer dran zu bleiben. Da ist der Block, aber da müssen sie weiterhin aufpassen. Er ist noch heiß. Er hat den Ball. Spielt ihn halt raus. Euer Ball. Ja, am Ball. Ah, ist das echt, also das ist... Die Flanke jetzt ja, auf genau. Morata. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Dahin. Balleroberung der Spanier. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ball jetzt bei Gavi. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Das ist, wenn man das zu genau machen will, dann läuft das nicht. Das aber. Am Gebälk. Die Gefahr ist damit erstmal bereinigt. Aber die Situation, Wolf, also die hätte schon ein Tor verdient gehabt. Ja. Hat nicht viel gefehlt. Josip Stanisic. Ich hab auch Stanisic, die Alter. Ich habe auch die Kommentatoren für mich gekauft. Mhm. Ich bin beinig, ja. Pass kommt gut. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Ja, genau. Schön gehalten. Ja, ich muss ja unberechenbar bleiben. Das ist ja... Manchmal zu hören. Da kann man das bereichern, oder? Gefährlich. Deswegen machen wir es einfach trauer. Trauer. Nicht berechenbar. Ja. Ein eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht na gut, mehr. Dann gebe ich dir. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Haben wir auch schon mal in den Kommentaren gelesen, ne? Kosmetik ist gefährlich war auch schon mal gewünscht, aber da ist keine Zeit mehr für. Jetzt können sie vielleicht kontern. Blažić, gute Aktion vom Torhüter. Keine Zeit für Kosmetik, Leute. Deswegen müsst ihr uns so nehmen. Ja, also ich bin eigentlich guter Dinge. Er gibt mir hier ein bisschen auf den Sack, aber sonst. Ecke kommt in die Mitte. Nein, wir haben richtig gute Laune. Klar. Alle drei zusammen hier im Raum. Allerdings, der hätte noch gepasst, ja. Aber der Torhüter passt klasse auf. Das ist doch jetzt das Spannende für die Zuschauer da draußen. Die Räume da für euer Sabal. Das ist es vielleicht. Der ist drin. Alter. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Wenn's läuft, dann läuft's. Ja. 6-1. Das ist schon eine richtige Abreibung. Ja, sind wir ehrlich, ein bisschen unnötig hoch. Da ist schon was, Digga. Zu viel vorgenommen. Ja, alles gut, aber ja. Waren die. Und klasse durchgesetzt. Erstmal hier der Ballverlust.
Kriegt er immer Magnetos, ey. Minuten bekommen wir hier, ja, jetzt geh weg und... Ja. Ball kommt in die Mitte. Gehalten. Digga, willst du mich verarschen oder was, hä? Ein kleines bisschen vielleicht. Alter. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Der Befreiungsschlag nach dieser... Ja, also ich würde sagen, das ist eine eindeutige Geschichte gewesen. Erster Spieltag, Kroatien, schwierig. Spanien gewinnt. Passiert. Passiert 6-1. Das hast du jetzt betont. Ja, aber es ist nur ein Spiel. Und was für die Kroaten sonst noch drin ist im Turnier, das sehen wir vielleicht in den kommenden Spielen. Und ansonsten auf jeden Fall demnächst hier andere Spiele auf dem Kanal. Ganz toll. Was sind? Also, Leute, ihr seid wieder dabei. Erster Lava-Feeling. Wunderbar. Ciao. Ciao.